Im Namen der Deutschen Akademie für Fernsehen ein herzliches Hallo und willkommen in die Runde. Heute zu unserer Abschlussveranstaltung der Tage der Akademie 2020. Heute Abend haben wir noch unsere große Verleihung der Auszeichnungen der Akademie. Und jetzt werden wir uns erstmal mit einem kleinen Urheberrechts-Update 2020 beschäftigen. Wie immer streamen wir live auf YouTube. Wir gendern nicht, gemeint sind immer alle Geschlechter, im Positiven wie im Negativen. Wir sprechen auch kein Sternchen. Wer das machen möchte, wer gendern möchte, darf es tun, aber man möge es uns bitte nachsehen, wenn wir es mal vergessen. Ich werde jetzt gleich an den Moderator, Herrn Dr. Hachmeister, übergeben. Der stellt dann die Runde vor und dann steigen wir auch gleich ein. Ich möchte die Zuschauer bitten, in den Chat nur Hallo und Grüße zu schreiben und das F- und A-Feld, das Sie unten finden, für Fragen zu benutzen. Ich werde im Hintergrund die Fragen sammeln und werde mich dann nachher wieder dazuschalten und werde dann die Fragen in die Runde einbringen. Ja, ich freue mich sehr auf diese tolle, spannende Runde mit tollen Gästen und bin gespannt, was Sie uns zum Urheberrecht sagen werden. Herr Dr. Hachmeister, bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Albers, liebe Gemeinde, liebe Branche, liebe Mitglieder der Deutschen Akademie für Fernsehen. Wie gesagt, es soll noch mal ein kleines Update zum Dschungel des Urheberrechts gehen. Da gibt es im Moment die, hören Sie mich noch? Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie laut und deutlich. Okay. Sehr gut. Da gibt es im Moment die Problematik, dass eine EU-Urheberrechtsrichtlinie umgesetzt werden muss in Bundesrecht, und zwar bis zum Juni 2021, wenn ich das richtig gelesen habe. Da geht es um solche Fragen wie Upload-Filter, um die Macht großer Plattformen, um den vielleicht etwas verspäteten Versuch der EU gegen dieses kalifornisch-chinesische Oligopol anzugehen oder dem zumindest etwas entgegenzusetzen, die Rechte der Urheber stärker auch materiell zu sichern. Dagegen wiederum sind Internetaktivisten vor einiger Zeit doch massenhaft auf die Straße gegangen. Man wundert sich immer, wie viele Leute doch dafür zu begeistern sind, gegen solche Dinge wie Uploadfilter und sozusagen die Macht anderer Konzerne zu demonstrieren. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, aber es soll natürlich um mehr gehen, auch um die berühmten Terms of Trade in dieser Kultur- und Kreativbranche. Wo sitzen die ökonomischen und kulturellen Dominanzen? Wie verhält sich das zum Urheberrecht? Was kann man überhaupt noch mit einem reformierten und modernisierten Urheberrecht ausrichten, um diese enormen Machtverschiebungen hin zu den internationalen Plattformen vielleicht etwas zu korrigieren? Wie verhält es sich mit den ganz normalen kreativ schaffenden Künstlern, Autoren, Schauspielern, Drehbuchleuten an der Front, um es mal so martialisch zu sagen? Also welche Möglichkeiten haben die überhaupt von einer Urheberrechtsreform im europäischen und nationalen Raum zu profitieren? Das sind so einige Fragen, die wir in den nächsten anderthalb Stunden hier diskutieren wollen. Ich stelle kurz die Teilnehmer vor. Jochen Greve sitzt im Vorstand der Deutschen Akademie für Fernsehen, aber auch im Vorstand der VG Wort. Er ist Drehbuchautor, hat viele Tatorte geschrieben, zum Beispiel. Thomas Hacker ist für die FDP Obmann im Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages. Katharina Hirse-Menzel hat relativ viele Stationen durchlaufen als Volljuristin in der Medienbranche, unter anderem für die Motion Picture Academy in Brüssel, dann für Netflix. Jetzt ist sie Senior Vice President Public Policy für die Konstantin Film in München. Joachim Jobi ist der Leiter Politik bei der VG Media, auch eine Verwertungsgesellschaft, zu der er gleich noch was sagen kann. Und Jobst Oetzmann, Regisseur und Autor, er sitzt im Beirat des Vorstandes der VG Bildkunst. Ich hoffe, ich habe das jetzt vollständig hinbekommen. Ich würde mal gerne mit Frau Hirse-Menzel, da sie ja diese ganz verschiedenen Funktionen in den letzten Jahren wahrgenommen hat, anfangen und Sie bitten, einfach mal den Leuten, die nicht so speziell in den Urheberrechtsfragen befangen sind oder drin sind, zu erklären, warum das überhaupt wichtig ist, was im Moment passiert. Also diese Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht. Gerne, vielen Dank. Die Richtlinie der
die auf der EU-Ebene zuerst lange diskutiert, gestritten und verabschiedet wurde, hatte verschiedenste Aspekte. Da ging es aber vor allen Dingen natürlich immer das Gleichgewicht zwischen urheberausübenden Künstlern und den Verwertern. Es ging aber auch um ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen der Branche und den großen Plattformen, was Sie schon angesprochen haben. Dort vor allen Dingen aber in Haftungsfragen. Das heißt, es betrifft eigentlich nur große Plattformen, die sogenannten Upload-Plattformen wie YouTube oder Facebook, auf denen Nutzer bekanntermaßen ja illegale Inhalte hochladen können. Und aufgrund der vor der Richtlinie bestehenden Regelwerks, der sogenannten E-Commerce-Richtlinie, war das immer ein ziemliches Katz-und-Maus-Spiel. Das heißt, Rechteinhaber konnten zwar anmelden, dass bitte die Inhalte wieder runterzunehmen seien von den Plattformen. Es war aber, das haben die oft bei kleinen Rechteinhabern gar nicht gemacht. Und bei großen war der Schaden schon sehr hoch, dadurch, dass die Inhalte auf den Plattformen waren. Dann gibt es auch noch einen Unterschied zwischen der Musikindustrie und der Filmindustrie. Die Musikindustrie lizenziert ja nur nicht exklusive Rechte weitgehend, wenn man jetzt mal den Filmkompositionsbereich auslässt. Und die hatten ein viel größeres Interesse auch noch zu lizenzieren und waren in einer sehr schwachen Verhandlungsmacht gegenüber YouTube, weil sich YouTube natürlich auf den Standpunkt gestellt hat, sie müssten ja gar nicht lizenzieren, sie haften ja nicht, der Nutzer lädt hoch. In der Filmindustrie ist es ein bisschen anders. In der Filmindustrie sind exklusive Rechte sehr wichtig und die exklusiven Verwertungsstufen, und die dann wiederum genutzt werden und Wert generieren. Deswegen war, wenn es da um diesen Artikel 17 Upload-Filter geht, für die Filmindustrie eher die ganze Zeit wichtig, dass wir einen Mechanismus behalten können, durch den wir diese Plattformen, dass wir verhindern können, dass unsere exklusiven Inhalte, die sehr viel Geld kosten und von denen ja im Idealfall auch die Urheber und ausübenden Künstler profitieren, dass wir die auch exklusiv verwerten können auf Plattformen, an die wir lizenzieren. Das ist so ein bisschen die Gesamtgemengelage. In der gesamten Diskussion auf der EU-Ebene, und das sieht man jetzt auch in Deutschland, war unserer Meinung nach, kommt der Produzent, jetzt für die Filmbranche gesprochen, total zu kurz. Also ich würde sagen, für den Produzenten wird eigentlich fast gar nichts gemacht, weil es außer dass der Versuch unternommen wird, diese Haftungsregelungen klarzustellen. Es gab aber schon vorher sogenannte Upload-Filter. Also YouTube hat schon vorher Inhalte runtergenommen. Es war eben nur ein Katz-und-Maus-Spiel. Und das ist aus Sicht der Produktionslandschaft, man sieht es jetzt auch in dem Entwurf der Umsetzung durch die, das ist ja noch nicht die deutsche Bundesregierung, es ist ja erstmal nur das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Der Entwurf war ja erstmal nicht abgestimmt und wird jetzt aber noch abgestimmt. Ist wirklich nichts, sehr wenig, ich würde eher sagen, nichts zu finden für die Produzenten, Filmproduzenten, die ja immer mehr in eine Sandwich-Position geraten zwischen den Kreativen, mit denen sie ja die Vertragsverhältnisse haben, und andererseits den auftraggebenden großen Plattformen, in dem Fall den legalen Plattformen wie Netflix, Amazon und Co. Also das ist eine andere Thematik. Und dort die Produzenten ja weiterhin die sind, die eigentlich die Treiber zusammen mit den Autoren und Regisseuren, die Treiber sind von Innovation und Neuem, die wirtschaftliche Risiken tragen, die investieren, die entwickeln, auch Filme herstellen, die floppen, auch mal entwickeln, ohne dass ein Film hergestellt wird. Und andererseits die Urheber und ausübenden Künstler richtigerweise jetzt auf EU-Ebene Ansprüche zugesprochen wurden auf Auskunft, angemessene Vergütung und weitere Beteiligung, die es ja in Deutschland eigentlich schon weitgehend gibt. Also die EU-Richtlinie hat hier ja auch abgeschrieben von Deutschland, insbesondere bei weiterer Beteiligung. Es ist auch alles richtig und gut. Die gehen sowohl gegen Produzenten als auch gegen Plattformen. Aber das Ungewicht, dass die Produzenten gar keine Auskünfte bekommen von den On-Demand-Plattformen und regelmäßig bei Auftragsproduktionen gar nicht mehr Geld bekommen, das wurde dadurch nicht ausgeglichen. Es ist weiterhin so, dass bei Auftragsproduktionen die Produzenten vorfinanzieren. Also sie bekommen natürlich das Geld dann von der On-Demand-Plattform, aber sie zahlen die Kreativen im Vorhinein und sie haben regelmäßig nicht weitere Einkünfte. Trotzdem wird jetzt ein Auskunftsanspruch von der Bundesregierung vorgeschlagen, in dem wir regelmäßig Auskunft geben müssen. Und zwar ohne, dass man branchenspezifisch berücksichtigt, macht es überhaupt Sinn. Weil wenn wir nur null Auskünfte geben, dann ist ja einfach nur die bürokratische Belastung viel höher. Also da fehlt mir noch ein bisschen das Austarieren zwischen dem, was Sinn macht und wo dann wirklich am Ende mehr bei den Kreativen auch ankommt, und dem, was ein reiner Bürokratieaufwand ist. Und ich wollte nur noch mal als Schlusswort dazu sagen, also wir bei der Konstantin Film zahlen die Kreativen sehr gut, die sind uns auch sehr wichtig. Und
sind auch gerne bereit zu beteiligen, wenn bei uns mehr ankommt. Es gibt ja auch schon viele gemeinsame Vergütungsregeln etc. Es darf eben nur nicht so sehr ins Ungleichgewicht schwanken, dass wir nur weitere erhöhten Aufwand haben, obwohl bei uns gar nicht mehr ankommt. Und wir hätten auch gerne dieselben Ansprüche wie Urheber und ausübende Künstler gegen die Plattform, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, vielen Dank, Frau Hesemenzel. Es ist klar, dass es diese unterschiedlichen Anspruchshaltungen gibt. Also der Schauspieler, der Autor hat eine andere, sage ich mal, eine andere Anspruchshaltung an dieses Sujet als der Produzent oder gerade der Plattformbetreiber. Das wird man austarieren müssen. Das ist wahrscheinlich dann die große politische Kunst. Ich würde gern Herrn Hacker als den Politiker in dieser Runde fragen, und sitzen Sie in der Opposition im Moment? Aber ich gehe mal einen Schritt weit zurück. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das ist ja eine sehr erstaunliche Entwicklung. Also wir wissen eigentlich seit 2004, 2005, 2006, als dieser Sattelsprung hin zu der Plattformökonomie passiert oder hin zu den internationalen Portalen, wo es lang gehen würde, auch mit dem Rechtebestand. Und mein Eindruck war doch immer, dass die Politik etwas erstaunt und ungläubig auf diese globale Entwicklung schaut und lange Zeit überhaupt keine Instrumente gefunden hat, dem zu begegnen. Man muss ja wissen, dass YouTube im Grunde mit einer brachialen, illegalen Operation groß geworden ist. Es sind jahrelang dort ohne jede Rechtsgrundlage unter nebulöser Berufung auf den Nutzer einfach Produktionen eingestellt worden. Professionelle Produktionen, ohne dass die Politik irgendetwas dagegen gemacht hätte, würden Sie da als FDP-Mann sagen, tja, das ist nun mal internationale Marktökonomie, die waren einfach besser? Also als FDP-Mann würde ich vor allem sagen, dass derjenige, der eine kreative Leistung erbringt, dass der auch Ansprüche hat, für diese kreative Leistung Vergütung zu erhalten. Weil wir sind die Partei des Eigentums und das muss natürlich auch bei den kreativen Menschen durchsetzbar sein. Und die ganze Diskussion, die wir momentan haben, ist, wie wird das Geld, das die großen Konzerne anbieten, auch verteilt auf alle, die in der Produktionskette davor stehen. Und die Frau Hörsemenzel hat gesagt, dass das das große Problem ist, wie wir das denn dann tatsächlich auch verteilen. Im Bereich der Medien haben wir ja eine rasante Entwicklung in den letzten Jahren und die ist ja nicht stillstehend. Also alles, was jetzt diskutiert wird, ist ja eigentlich schon wieder der Stand von vor drei Jahren. Wir sind ja schon wieder viel weiter. In Deutschland haben wir zusätzlich noch zu der Gesetzgebung auf Bundesebene, wie es beim Urheberrecht, ja immer auch noch unsere Rundfunkstaatsverträge, unsere Zuständigkeit der Länder, wo wir in jahrelangen Abstimmungsrunden irgendwas beschließen und dann doch nicht zum Ergebnis zu kommen. Aber die Realität läuft einfach weiter. Und das ist das große Problem, immer dieses Hinterherhecheln. Jetzt hat die Europäische Kommission, die Europäische Union gesagt, wir müssen versuchen, das Ganze europäisch zu lösen. Und es macht ja auch nur Sinn. Was nutzt denn eine einzelstaatliche Lösung für die Bundesrepublik Deutschland, wenn die Inhalte, die auf den Plattformen hochgeladen werden, aus der ganzen Welt kommen können oder auch in der ganzen Welt die deutschen Inhalte verteilt werden können, hochgeladen werden können. Deswegen ist Europa, meine ich, mindestens die gemeinsame Grundlage, muss die gemeinsame Grundlage sein. Und wenn wir uns den aktuellen Entwurf dann jetzt anschauen, ist davon gemeinsam und mit europäischen Partnern gemeinsamen Lösungen zu finden, relativ wenig drin. Wir haben vor kurzem erst mit Frankreich mit großem Brimborium den Aachener Vertrag unterzeichnet, wo wir abgestimmtes Vorgehen in Bereichen haben und unter anderem auch explizit aufgenommen beim Urheberrecht. Wir haben eine kleine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, wie denn diese Abstimmung stattgefunden hat. Bisher hat sie nicht stattgefunden. Also wir haben hier schon wieder einen erheblichen Zeitdruck bis Juni nächsten Jahres und wir haben lediglich einen Referentenentwurf aus einem Ministerium und wir alle wissen, dass die Politik, wenn es denn sowas wie die Politik in Anführungszeichen bitte überhaupt die gibt, Politik, ja. dass sie momentan mit Wirtschaftskrise, mit Corona-Pandemie beschäftigt ist und alles andere in den Hintergrund der Stringenz der Nachverfolgung und des Umsetzens in Gefahr gerät zu fallen. Ich habe noch mal eine Rückfrage. Ich weiß, dass Sie da in einer schwierigen Position sind, weil der Bund immer im klassischen Feld der Medienpolitik nicht so viel
beitragen kann wie die Länder qua Verfassungsrecht. Das wird sich natürlich technologisch verändern. Das ist meine Prognose, weil das so nicht mehr aufrechtzuerhalten sein wird. Man kann nicht Amazon, YouTube und Facebook über die Landesmedienanstalten beaufsichtigen lassen. Das ist ein anachronistisches Verfahren. Also man hält eigentlich im Grunde immer an alten Regularien fest, bis es nicht mehr anders geht. Und jetzt ist, glaube ich, der Punkt dann auch überschritten. Aber Sie haben ja, Ihre Partei hat ja in der Vergangenheit durchaus Bundeswirtschaftsminister gestellt, wenn ich mich recht erinnere. Also Rainer Brüderle zum Beispiel, Philipp Rösler. Man hat nicht den Eindruck, dass in der Zeit dieses gesamte Sujet, also der, sage ich mal, des internationalen Impacts des Wandels in der Kultur- und Kreativwirtschaft mit immerhin doch allein in Deutschland über 3 Millionen Beschäftigten, so richtig ernst genommen worden ist. Wird sich das jetzt ändern? Naja, also wir hatten ja unter Rainer Brüderle und Philipp Rösler mit Hans-Joachim Otto durchaus einen Staatssekretär, der sich in dem Bereich sehr, sehr intensiv beschäftigt hat und die richtigen Dinge auch angestoßen hat. Also das, es gab schon immer auch für die FDP, die ja auch von Haus auf für die Neugründungen, für Veränderungen sehr offen ist, immer die Impulse. Aber auch wir haben innerhalb der Partei die Diskussion zwischen den Netzpolitikern. Auf der einen Seite, die sagen, ja, im Netz, da muss alles frei sein, da muss alles zugänglich sein. Und jeder Upload-Filter, Klammer auf, ich brauche ja auch Instrumente, um Urheberrechte durchzusetzen, Klammer zu, jeder Upload-Filter sein Angriff auf die Freiheit des Internets. Also die Diskussion führen alle Parteien in sich zwischen Medienpolitikern, zwischen Rechtspolitikern und zwischen den Netzpolitikern. Vielleicht müsste man den Diskurs etwas stringenter organisieren. Ich glaube, mit einem etwas mehr Sachbezug käme man wahrscheinlich über diese einzelnen Gräben auch hinweg. Herr Grebe, Sie sind ja so in der Doppelfunktion als praktischer Drehbuchautor und als jemand, der sich in Verwertungsgesellschaften engagiert. Was wäre denn Ihre Kernforderung gegenüber der Politik, aber auch gegenüber der Position, die Frau Hirsemenzel hier im Grunde für die Produzenten dargestellt hat? Ja, ich sehe da eigentlich gar keinen Widerspruch zu den Produzenten. Das ist etwas, was mich immer wundert, weil man natürlich dann doch in der praktischen Politik dann doch immer irgendwie gegeneinander steht. Auslöser für all die Änderungen, die die EU jetzt im letzten Jahr ja beschlossen hat und die jetzt hier in nationales Recht umgesetzt werden müssen, ist ja die Tatsache tatsächlich, dass die Kreativen, also die Urheber, die jetzt die Kultur herstellen, um das mal weiter zu fassen als nur Film, in den letzten Jahren natürlich einen Einkommensrückgang gehabt haben und B, also in der Musik ganz eklatant, im Film auch. Und an den ganzen neuen Medien, in Anführungsstrichen, weil sie sind ja nicht mehr neu, also an der ganzen digitalen Internetauswertung, faktisch am Ende nicht teilnehmen. Also es gibt uralte Verträge, die mal geschlossen wurden, die auch bis in die Gegenwart fortgeschrieben werden, das zu diesen alten Strukturen, wo für die Einstellung meiner Filme ins Internet ich 4% meines Grundhonorars bekomme, für eine lebenslange weltweite Einstellung ins Internet. Ja. Das ist natürlich scheiße, um es klar auszudrücken. Ja. Dokumentarfilme kriegen in der Regel gar nichts. Da die kriegen gar nichts. Genau. Wir sind als Autoren da auch noch erschreckenderweise verhältnismäßig gut gestellt mit 4%. So. Und das hat ja die Politik erkannt, auch vor diesem Hintergrund, dass Herr Jobi sagte das eben in der Vorbesprechung schon, es findet überhaupt gar keine Verwertung statt, wenn es keine Kreativen gibt, die das Zeug, die Produkte, die Filme, die schöne Musik herstellen. Und das ist wirklich schwierig geworden, noch davon zu leben, wenn das sich, was sich ja abzeichnet, immer weiter ins Internet verlagert. So, also bin ich der Meinung von Anfang an, und bin da ja auch in Brüssel öfters aufgetreten bei der EU, um das zu sagen, ich bin der Meinung, wir müssen alle Geld daran verdienen, an diesen neuen Auswertungen, die stattfinden. Und die dahinterstehenden Konzerne sind in der Regel ja auch überhaupt gar keine europäischen Konzerne, die im Augenblick irrsinnige Gewinne daraus ziehen, dass sie eigentlich unser aller Arbeit ins Netz stehen. Deswegen war meine Hauptforderung und ist meine Hauptforderung immer, natürlich jetzt von Seiten der Urheber und ich gestehe das aber natürlich auch den Produzenten zu, selbstverständlich natürlich, dass es irgendeine Art von Mechanismus geben muss, der uns dazu befähigt, gegenüber diesen
Auswertern und Verwertern einen Vergütungsanspruch zu haben, der im Augenblick nicht existiert, weil es eben neue Auswertungen waren, die in einem bis heute fast völlig rechtsfreien Raum stattfinden. Ja. So ist mein Wunsch eigentlich, auch heute, wenn wir da so beieinander sitzen, dass wir uns eigentlich irgendwie mehr bewusst werden, stärker bewusst werden, dass wir eigentlich alle in einem Boot sitzen. Und was seit 50 Jahren, ich weiß nicht, wann das erste moderne Urhebergesetz war, glaube ich, in den 60er Jahren erlassen wurde, führt es dazu, dass wir uns in Deutschland in so einem Kleinkrieg der Besitzstände befinden, ja, zwischen kreativen, ausführenden Künstlern, dann eben Produzenten, Verwertern etc. Und alle versuchen irgendwie, den anderen auszumanövrieren. Und das kann man so nach unten dann weiter deklinieren. Das empfinde ich als extrem tragisch, weil am Ende führt es nur dazu, dass die Stärksten sich die Hände reiben. Und das sind natürlich in unserem Fall, sehe ich erstmal in erster Linie die Google, Facebooks, Amazon dieser Welt. Die freuen sich natürlich darüber, wenn wir uns hier gegenseitig lahmlegen und am Ende kein wirklich handhabbares neues Urheberrecht oder eine Erweiterung des Urheberrechts für den digitalen Raum rauskommt. Das mal so als ersten Ansatzpunkt. Und ich glaube, dass man noch stärker als bisher ein bisschen aufeinander horchen muss. Natürlich müssen alle Geld daran verdienen. Aber natürlich muss man auch von Besitzständen, glaube ich, in der Branche runtergehen untereinander. Man kann nicht das alles so behalten, wie das in der Vergangenheit gewesen ist, sondern es muss eine Neuverteilung stattfinden der Rechte und der Einkünfte, die stattfinden, angesichts dieser völlig neuen Auswertungsformen. Das also als erstes Thema, ja, sozusagen, was wir uns, glaube ich, als Urheber und auch Kreative wünschen. Gib das mal an die beiden anderen Teilnehmer dieser Runde, also an Joachim Jobi und Jobst Özmann, weiter, weil sie ja in Teilen außer anderer Aktivitäten auch bei Verwertungsgesellschaften aktiv sind. Das wäre ja ein Modus operandi. Was könnte man denn da konkreter tun? Also was wären da Ihre Forderungen als Vertreter von Verwertungsgesellschaften, die ja kollektiv auch Rechte verwalten und vielleicht eine stärkere Rolle spielen könnten auch in Zukunft? Fangen wir einfach mal mit Herrn Jobi von der VG Media an. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was die VG Media konkret tut und wofür sie da ist. Sehr gerne. Vielen Dank. Also die VG Media vertritt in ihrem Kerngeschäft den privaten Radio- und TV-Markt, in dem Sinn, dass Rechte wahrgenommen werden für die TV- und Radiosender und seit einigen Jahren auch die Rechte der deutschen Presseverleger. Und da geht es dann tatsächlich an den Punkt, wo es wehtut, im Sinne der Dinge, die gerade auch Herr Grill skizziert hat. Es geht darum, wird für Inhalt gezahlt, angemessen und wie sind die Regeln für die Nutzung dieses Inhalts. Ne? Vielleicht darf ich noch kurz etwas wirklich auch zur Ehrenrettung des europäischen Gesetzgebers sagen. Es ist wirklich schwierig, sich wirklich zu sortieren und die richtigen Lösungen zu finden für die technologischen Herausforderungen. Wir haben es hier ja letztendlich mit einer industriellen Revolution zu tun. Ja? Also jedenfalls die Plattformwirtschaft. Und der europäische Gesetzgeber hat sich wirklich lange Zeit gelassen, hat sehr intensiv diskutiert und hat eigentlich auf eine Tatsache reagiert, die leider traurig ist. Mit Inhalten verdient die Plattformwirtschaft sehr viel Geld. Man hat aber festgestellt, dass diejenigen, die diese Inhalte produzieren, mit sehr viel Mühe, mit sehr viel Investitionen, mit sehr viel Talent, mit sehr viel Geld, in keiner Weise angemessen beteiligt werden an den Einnahmen, die mit diesen Inhalten generiert werden. Also YouTube wurde genannt, man kann in gleicher Weise auch die Presseverleger nennen. Und wir sind im Moment tatsächlich an einem Punkt, an dem es sich entscheiden wird. Ja? Die US-amerikanischen Plattformunternehmen kommen aus einer anderen Tradition. Also man kann denen das jetzt auch nicht so ohne weiteres vorwerfen. Es ist leider so in den USA, dass
solange etwas genutzt wird oder ein bestimmtes Geschäftsmodell praktiziert wird, wie lange es irgendwie geht. Ja? Mhm. Und der amerikanische Gesetzgeber grätscht irgendwann rein. Bei uns ist das einfach in Europa, glaube ich, eine andere Tradition. Wir geben uns ein Regelwerk und erwarten von allen, die sich in diesem Rahmen bewegen, in diesem Markt, sich einfach an diese Regeln zu halten. Und das ist, glaube ich, der Grundkonflikt, wenn man das wirtschaftstheoretisch betrachtet, zwischen diesen beiden Auffassungen oder Denkschulen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also nicht nur für die Fernsehsender, für die Radiosender, sondern auch für die Presseverleger, aber letztendlich für die gesamte Content-Seite. Denn der europäische Gesetzgeber wollte genau dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Ja? Also man hat auf der einen Seite wirklich tendenziell parasitäre Geschäftsmodelle. Man nutzt Inhalte, ohne dafür zu zahlen, auf Seite von Google und den anderen. Und auf der anderen Seite sind eben diejenigen, die, ich sagte es schon, mit viel Einsatz produzieren, aber an diesen Einnahmen nicht beteiligt werden. Das ist der kritische Punkt und genau das erhoffen wir uns jedenfalls auch von der Umsetzung in Deutschland. Mhm. Herr Oetzmann, wenn Sie jetzt die Bundesregierung beraten müssten, das Justizministerium oder das Wirtschaftsministerium, was wäre da für Sie der in dieser Gemengelage der konkreteste Vorschlag, den Sie persönlich machen würden? Also wenn Sie mich nach einer idealen Welt fragen, dann kann ich Ihnen die gerne skizzieren. Das dauert auch nicht sehr lang. Die sähe dann allerdings ziemlich anders aus. Aber ich möchte mal kurz auf was eingehen. Die Plattformen haben ihre Freiheit zu handeln deswegen nutzen können, weil der europäische Gesetzgeber ihnen durch die E-Commerce-Richtlinie die Freiheit dazu gegeben hat. Das waren die berühmten Safe-Harbor-Richtlinien. Und zwar deswegen, weil das Anwachsen und Hochkommen einer neuen Industrieart sozusagen gewünscht war. Das war ein politischer Wille. So, dass man hat billigend in Kauf genommen, dass ein großer Teil von Künstlern damit schlicht und ergreifend enteignet worden ist. Und irgendwann hat man auch gemerkt, dass ganze Industrien enteignet werden. Mhm. Mit der Fortentwicklung und der Qualität der Techniken, also die Speicher- und Darstellungsmöglichkeiten von 2000 sind nicht zu vergleichen mit denen, die wir heute haben. Siehe unsere Videokonferenz, das wäre ja vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen. So. Irgendwann hat man dann gesagt, so, man hat gemerkt, das Geld fließt immer nur in eine Richtung. Und dann hat man natürlich noch sämtliche Datenproblematiken, die damit zusammenhängen, also vom Tracking, von Verfolgung, von Karrieren, von Verläufen. Sie haben keine Kontrolle mehr über das, was man weiß. So, diese Sachen wollte man zumindest auf der einen Seite in den Griff kriegen und der europäische Gesetzgeber hat sich ja für ein gesetzliches Modell entgeben und zwar über Lizenzvergaben. Deswegen verstehe ich nicht ganz, Frau Hirsemenzel, warum Sie sagen, dass die Produzenten in einer so schwierigen Situation sind. Es sei denn, die Produzenten sind bereits vorher in einer schwierigen Situation gewesen, nämlich als Werkbank von Auftraggebern, die finanzstark genug sind, entsprechend dann Dinge zu beauftragen, so wie das im deutschen Sendebetrieb ja nun einfach seit Dekaden der Fall ist. Wir wissen alle, Produktionen in anderen Ländern können eigene Rechte generieren. In Deutschland funktioniert das nicht, weil die öffentlich-rechtlichen und auch die privaten Sender alle Rechte komplett behalten in der fiktiven Minute, in denen die Verträge unterschrieben sind. So, die Möglichkeit aber, wenn Sie eigene Anteile haben, dann können Sie auch eigene Rechte lizenzieren, auch an die Plattform. Das sind die Möglichkeiten, die Ihnen der Gesetzgeber jetzt an die Hand gibt. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo Sie nachgefragt haben, Herr Hachmeister, weil wir wissen ganz genau, dass die Lizenzketten bei Film und Fernsehen endlos sind. So, und die gehen sehr viele Wege. Und überall gibt es Royalties und es gibt Korridore und es gibt Pauschalbeteiligungen und so weiter. Das hat der Gesetzgeber erkannt und hat ja auch, und selbst die Bundesregierung hat das erkannt nach der in einer Protokollerklärung zur Annahme der europäischen Richtlinie formuliert, dass es eben auch den Urhebern einen Anteil an diesen an den Lizenzerlösen aus den Lizenzierungen partizipieren soll. Und das ist der Grund, warum im Urheberdienstanbietergesetz ein Vergütungsanspruch formuliert worden ist. Jetzt kann man sich lange darüber streiten, also die Idee ist erstmal gut. So, und jetzt kann man sich dann darüber streiten, ob er denn richtig formuliert ist.
Also wir alle wissen, dass die sogenannten Bagatellgrenzen, die dort genannt sind, eine Katastrophe sind. Sie sind quasi einfach willkürlich in die Wand getackert. Wir wissen, dass ganze Songtexte, Gedichte, ganze Gruppen unterfallen, sodass, also ich sag mal, ein Service wie TikTok zum Beispiel für die Musik einen Freifahrtschein bekommen hat. Mhm. Das heißt, in vielen Teilen stellt das eine de facto Enteignung von Urhebern dar. Und wir reden ja nicht nur von Filmwerken, also ich schreibe auch Drehbücher, ich mache Fernsehspiele. Formate dieses Kalibers, die fallen natürlich da raus. Aber viele Menschen arbeiten ja in deutlich kürzeren Formaten. Also denken Sie an Animationsfilm zum Beispiel. Da haben Sie Cartoons, die sind dann 2 Minuten lang. Das ist das ist alles weg. Also 30 Sekunden ist die Sperre beim Film. Ich glaube, eine 256 Kilobyte für die Fotografie. Das reicht aus, um einen sauberen Ausdruck auf einer DIN A4-Seite zu machen. Ja. Dann haben Sie 1000 Zeilen Text, wenn ich mich, oder 1000 Zeichen Text. Das ist eine DIN A4-Seite. Also wer auf diese Idee gekommen ist, hat eigentlich einen Freifahrtschein ausgestellt. Und damit hebelt man eigentlich den Grundgedanken, der darin liegt, dass hier eine Vergütung XY dabei rumkommt, auch für die Urheber. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum heute so viele Menschen von Verwertungsgesellschaften hier Sitz genommen haben. Ja. Das ist die Aufgabe, die wir als Verwertungsgesellschaft, also ich spreche hier für die Bildkunst, bin übrigens, in der Bildkunst gibt es keinen Beirat, ich bin Mitglied des Vorstands, ähnlich wie Jochen Greber. Okay, das stand hier nur auf meinem... Ich weiß, ich habe es gesehen, den Irrläufer wollte ich nur noch schnell kurz korrigieren. Aber dass man sagt, diese Idee muss man eigentlich genauer fassen, sodass er auch wirklich eine Wirksamkeit entfaltet. Weil eins ist auch klar, so wie unser Urheberrecht gestrickt ist, auf der urhebervertragsrechtlichen Seite, werden Erlöse, Lizenzerlöse, die an Verwerter oder Produzenten gehen, bei den Urhebern nicht ankommen. Definitiv nicht. Und dafür sind die Schranken viel zu kompliziert gebaut, viel zu hoch. Sie wissen, dass elende Prozesse gerade geführt werden, immer wieder, die alle keinen glücklichen Ausgang genommen haben. Und deswegen, ein Teil meiner idealen Welt könnte so aussehen, dass man sagt, ein Direktvergütungsanspruch für diese Nutzungen auf den Plattformen für Urheber und ausübende Künstler, also jetzt, wenn ich jetzt nur für unseren Bereich hier von audiovisuellen Filmwerken spreche, der sollte kommen und er sollte bitte wasserdicht kombiniert sein und dann kann er auch eine Wirkung entfalten. Das würde mich freuen. Frau Hiesemenz, Sie waren ja direkt angesprochen für die Produzentenschaft, sage ich jetzt mal. Da steckt ja so ein bisschen der Vorhalt dahinter. Man hat jahrelang eigentlich so ganz gut gelebt als Auftragszögling der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender und ist sozusagen selber schuld, weil man eine sehr schwache Lobbyarbeit betrieben hat, weil man da ganz gut mit im Boot saß. Sie haben von der Sandwich-Position gesprochen. Wie käme man denn da jetzt wieder raus, wenn die Zeiten nicht mehr so cozy und kommode sind? Also erstmal ein paar Worte zu der, die Konstantin Film ist zum Glück keiner dieser klassischen Auftragsproduzenten und hat immer darauf geachtet und auch wirklich stark verhandelt, mit den Studios Rechte zu behalten, aber Deutschland ist natürlich ein Auftragsproduktionsland und hat diesen Hintergrund, und das war vor meiner Zeit in der deutschen Politikarbeit, aber es ist natürlich völlig richtig, dass die Lobbyarbeit da offenkundig sowas zu erreichen wie in England, Stichwort Terms of Trade, offenkundig nicht möglich war, liegt natürlich auch an vielfältigen Gründen. Also das ist mal das eine. Und insofern ist, wenn man jetzt sich das anschaut, das andere ist ja nochmal die Situation, die wir jetzt haben mit den großen Auftraggebern. Man muss ja auch unterscheiden, einmal die Plattformen YouTube, Facebook und Co., die es jetzt geht in diesem Artikel 17, die ja tatsächlich nicht lizenzierte Inhalte von uns und anderen nutzen wollen. Und dann gibt es die legalen Auftraggeber wie Netflix, Amazon, Disney Plus, die aber natürlich das US-Studiosystem in Europa etablieren wollen, nicht nur in Deutschland. Und dazu gehört, dass sie einfach sagen, bei Auftragsproduktion geben wir keine Rechte. Und wir haben die Situation, dass natürlich es gibt relativ, dann doch, wenn man sich es mal anschaut, relativ wenige sogenannte Gatekeeper zu dem, der dann eigentlich das Programm konsumiert, sagen wir mal, also Nutzer, klingt immer so blöd, fällt jetzt nichts anderes ein, zum Zuschauer, gibt es ja auch nur zwei Hände voll Sendern oder Plattformen, und dem gegenüber stehen natürlich viel mehr Produzenten. Und schon allein deshalb, und das Geld kommt auch von diesen Auftraggebern, ist ein extremes Verhandlungsungleichgewicht auf unserer Seite natürlich schon mal gegeben. Und deshalb ist es wirklich auch für große Produzenten nicht nur nicht einfach, sondern wirklich nur bei Produktionen, wenn überhaupt möglich,
ein bisschen mal das Rechte zurückfallen oder das, was gezahlt wird, wenn es die Studios meine ich jetzt Disney und Co., Netflix, die sind ja mittlerweile auch Studios, wenn die das unbedingt haben wollen. Das ist aber extrem selten. Die normale Lage ist, dass die einfach, die haben es in der Hand, wen beauftragen sie und zu welchen Konditionen. Insofern haben wir hier ein Ungleichgewicht. Das haben aber im Übrigen nicht nur wir Deutschen in dem Fall, das haben auch die Franzosen. Und das ist in jedem Land dasselbe. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu Ihrer Frage, Herr Hachmeister, was die Franzosen jetzt gerade machen. Das ist aber natürlich jetzt ein bisschen anderes Feld als das Urheberrecht, aber sie benutzen sich durch ein Instrument einer anderen Richtlinie, der AVMSD-Richtlinie, bei dem die Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben wird, genau diese On-Demand-Dienste zu Investitionen zu verpflichten, gemessen am Umsatz im Inland. Und das kann man hervorragend verknüpfen mit einer Bedingung, dass die Produktionen erteilt werden müssen an europäische unabhängige Produzenten, also von diesen Anbietern unabhängige, dass dabei Rechte bei diesen Produzenten bleiben müssen und noch natürlich auch eine Quote dann in Deutschland für deutschsprachige Werke, Frankreich macht französischsprachige Werke. Das wäre ein Hebel, wie man es schaffen könnte, das zu erreichen, dass sich hier das gesamte Spielfeld ein bisschen ausgleicht. Und wir wissen ja von zahlreichen Studien, wie wichtig es ist, die Gemengelage zu haben von Sendern, Plattformen jetzt, aber auch unabhängigen Produzenten, um möglichst viel Innovation und Programmvielfalt zu haben, wovon am Ende der Zuschauer profitiert. Also mein Bild, um das Ungleichgewicht aus unserer Sicht auszugleichen, wäre eher dieses. Und ich muss natürlich leider noch einen Satz sagen zum Direktvergütungsanspruch und auch zur Bagatellklausel. Ich kann das aber auch gerne jetzt mal hier stoppen und später tun. Gut, da kommen wir nochmal drauf zurück. Ich würde da gerne nochmal anschließen an einen besonderen Punkt, also der stärkste finanzielle Motor in diesem Land, hier in Deutschland, ist ja immer noch das öffentlich-rechtliche System mit rund 10 Milliarden Einnahmen über Werbung und also 8 Milliarden Rundfunkbeitrag und 2 Milliarden Werbung und Zinsen und so weiter. Und man könnte ja auch dort, den Vorschlag haben wir mal gemacht, das Institut für Medienpolitik und einige andere, daran denken, diesen Rundfunkbeitrag etwas weiter zu diversifizieren, also die absolute Gatekeeper-Macht von ARD und ZDF etwas zu durchbrechen, indem ein bestimmter Anteil, 5%, 10%, direkt an Urheber und Kreative geht, die dann nicht mehr dieser Art paternalistischen Kontrolle unterworfen sind, dass sie das machen müssen, was lange Zeit ins lineare Programmkonzept gepasst hat. Das ist auch verfassungsrechtlich, glaube ich, relativ unstrittig, weil der öffentlich-rechtliche Grundgedanke muss ja nicht auch alle Zeiten nur von ARD und ZDF vertreten. Das könnte man ja etwas ausweiten. Was würden Sie denn von einem solchen Modell halten? Frage ich mal in die Runde. Also ich würde nur kurz anmerken wollen, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags scheint ja gerade zu scheitern an Sachsen-Anhalt und die Werbeeinnahmen von unseren Partnern im Privatfernsehen sind extrem zurückgegangen. Das muss man natürlich bei sowas jetzt auch nochmal berücksichtigen. Oder? Aber das heißt, man darf ja durchaus mal diese kleine Systemfrage stellen. Ja. Das würde ja auch das Level Playing Field etwas erweitern. Ja, naja, Herr Oetzmann, machen Sie weiter. Ja, genau. Also ja, wenn man nur die Stellungnahme von der ARD und ZDF liest, dann merkt man, dass die Bereitschaft, Vergütungen in der Form so zu verhandeln oder höhere Vergütungen zu gewähren oder der komplexen Auswertung, die mittlerweile Fernsehwerke ja erfahren, auch zu berücksichtigen und Regelungen, die mittlerweile nahezu 20 Jahre alt sind, also die berühmten 4,5% sind es, die in den Tarifverträgen für alle Zeit und ewiglich und weltweit weggegangen sind. Also da findet nicht der Ausgleich statt, den man sich eigentlich wünschen würde. Also es ist auch nicht so, dass ARD und ZDF sich nicht stellen würden. Das stimmt nicht. Also es werden gemeinsame Vergütungsregeln verabredet und verhandelt. Das ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, ein zähes Feld, ein zähes Ringen. Und dann sehen alle natürlich auch den politischen Druck, den die Rundfunkabgabe macht, weil die Bereitschaft, so etwas zu akzeptieren, die würde ab einer bestimmten Höhe würde das in Frage gestellt werden. Und da hat die Politik selbstverständlich einen Respekt davor, weil es muss eine Akzeptanz geben. Ohne diese Akzeptanz fällt das System irgendwann in sich zusammen. Herr Hacker, Sie haben ja selber schon von dieser sehr zähen Front der Ländermedienpolitik gesprochen. Sehen Sie da überhaupt in den nächsten 20 Jahren, also abgesehen jetzt von diesen Aufwallungen mit Sachsen-Anhalt und der AfD und der CDU-Fraktion, überhaupt eine Chance, dass sich da jemals was verändert? Das muss ich was ändern. Als Bundespolitiker.
Nein, ich durfte auch mal 5 Jahre die FDP-Landtagsfraktion im Freistaat Bayern führen und in der Gemeinderegierungsverantwortung der CSU. Also ich bin schon durchaus auch mit der Ländersicht vertraut, aber es muss sich ja was ändern. Also die Akzeptanz des öffentlichen Rundfunks ist in Teilen der Gesellschaft nicht mehr so vorhanden, wie das notwendig ist. Wir als Freie Demokraten sind davon überzeugt, dass wir einen starken öffentlichen Rundfunk auch brauchen, der in den Bereichen des Rundfunkauftrages, was Information angeht, was Bildung, was Kultur angeht, eine sehr starke Rolle spielt, eine glaubwürdige Rolle spielt. Und in diesem Wettbewerb der Narrative, den wir ja sehr intensiv erleben, sich auch behaupten kann. Aber trotzdem muss der öffentliche Rundfunk auch an Reformen im Innern gehen und sich vielleicht überlegen, ob die eine oder andere Ausgabe für Rechte von Sport, Großsportereignissen oder ganz großen Unterhaltungsshows, ob das tatsächlich damit dazugehört. Wir kriegen immer das Argument, gerade eben, dass die Unterhaltung auch den Bildungsauftrag regelmäßig ist für alles andere. Wie bitte? Ein bisschen der Kit ist für alles andere, sozusagen der Transformationsriemen. Ja, und auch die Menschen ins Programm holt. Damit sie dann da bleiben. Aber wir haben nach dem 2. aus den Erfahrungen der Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten diese Vielfalt und diese komplexen Strukturen sollten doch mal wieder passieren. Allerdings haben wir eine veränderte Medienlandschaft, wir haben eine gefestigte Demokratie und wir müssen schnellere Entscheidungswege haben, weil wir haben es ja vorhin gehört, wie schnell die Entwicklung im Medienbereich davon galoppiert. Also es wird sich was ändern müssen. Es wird auch einen Kostendruck geben. Es wird auch eine Konzentration beim öffentlichen Rundfunk geben. Aber es bleibt auch die Verpflichtung des öffentlichen Rundfunks mit seinen Mitarbeitern oder mit seinen Dienstleistern oder mit seinen Zulieferern tatsächlich auch faire Verträge und auch faire Urheberrechte mit zu gewähren und mit in der Verwertung auch mit dabei zu haben. Da würde ich gerne was zu sagen. Okay. Ich habe da zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite will ich mal sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den wir hier in Deutschland haben, ich finde das ganz hervorragend, dass wir das haben. Wenn man ins Ausland guckt, also ins französische oder italienische Ausland zum Beispiel, dann ist dort das normale Fernsehen hat nicht, zumindest im fiktionalen Bereich, hat nicht die Qualität, wie wir das haben. Wir stellen ganz hervorragende Filme und Programme her, die ja zum Großteil in den öffentlich-rechtlichen Sendern gemacht werden. Also finde ich, ist das System auf jeden Fall erhaltenswert und es muss erhalten werden, weil es uns garantiert, dass wir hier Filme, aber natürlich vor allen Dingen auch journalistische Beiträge, Ähnliches, also das gesamte Fernsehprogramm auf einem sehr hohen Niveau haben. Auf der anderen Seite, und das ist so die zweite Seele in meiner Brust, ist es natürlich so, da wir dieses System haben, führt das dazu, dass es kaum andere Abnehmer gibt und dann führt das dazu, dass es sehr, sehr schwierig wird, dort Änderungen einzuführen, gerade aber natürlich auch gegenüber uns als Kreativen, aber auch gegenüber den Produzenten. Und da deswegen sind wir ja seit vielen, vielen Jahren immer unterwegs, dass die Politik dort eingreifen muss, um dann, wenn das eben nicht von marktwirtschaftliche Sachen gesteuert werden kann, was gar nicht unser Interesse ist, weil das Programm ist ja sozusagen auf dem Niveau, ist es ja sehr gut. Es geht nur darum, wie dann Geld verteilt wird. Und dafür, um das auch jetzt vom Internationalen, wo wir bisher darüber geredet haben, aufs Nationale zu heben, ist eben auch diese Novelle des Urheberrechts wichtig, weil auch diese unveräußerlichbaren Direktvergütungsansprüche, die wir ja fordern gegenüber den Webseiten, hat auch den Hintergrund zum Beispiel, dass natürlich Programme der ARD und ZDF laufen auf YouTube. Also die werden dort eingestellt, die werden zum Teil auch auf eigenen Wunsch eingestellt. Und ich habe auch mit den Beteiligten vor mehreren Jahren darüber gesprochen, auch in Verbindung eben mit den sowohl dem VG Bild Kunst wie auch VG Wort Geschäftsführern, und haben dann festgestellt, dass es überhaupt gar kein Interesse gibt, der öffentlich-rechtlichen Sender das irgendwie zu reglementieren, mit denen irgendwie in einen finanziellen Austausch zu kommen, dass das bezahlt wird, was ich auch alles verstehe, weil sie das gar nicht brauchen, weil das in ihren Augen auch minimales Geld ist. Aber da ich ja immer an deren
Geschäften angekoppelt bin als Filmurheber. Ich kann ja nicht selber mit YouTube verhandeln, sondern kann das immer nur über den Umweg des Produzenten, der wiederum über den Umweg des Senders damit verhandeln muss, stehe ich dann am Ende faktisch immer ohne Geld da. Und deswegen sind wir ja seit einigen Jahren auch in Verbindung mit den Verwertungsgesellschaften zu dem Schluss gekommen, wir müssen uns dort irgendwo abkoppeln. Wir können uns eine Vorstellung vorstellen, wie das alles sein sollte, aber in der Realität wird das nicht kommen, sondern wir müssen mit den Dingen leben, die wir haben. Und natürlich haben wir hier einen sehr starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sehr stark natürlich seine Interessen vertritt, die aber nicht immer deckungsgleich sind in allen Punkten mit unseren Interessen. Also ist so ein unveräußerlichbarer Direktvergütungsanspruch eben zum Beispiel bei Einstellungen bei YouTube, aber darüber hinaus auch bei allen anderen Plattformen, an denen wir dann auch nicht beteiligt werden, weil es zum Beispiel dann Geschäftsmodelle der Öffentlich-Rechtlichen gibt, die dorthin Filme lizenzieren, Programme hinlizenzieren, wo auch kein Geld fließt. Dafür fließt irgendetwas anderes. Und wenn es einfach nur Zuschauer sind, die sie brauchen. Und ich hänge dann immer mit diesen ominösen 4,5% von nichts dabei. Ja. Außerdem sind 4,5% von nichts sowieso keine angemessene Vergütung dafür. Und das ist nicht verhandelbar. Das ist extrem schwer oder kaum oder faktisch eigentlich überhaupt nicht verhandelbar. Ja. Dann müssen wir dort eine, was ich ja eben schon sagte, eine völlig neue Rechte finden. Und dazu müssen eben das ganze System muss sich ein bisschen neu organisieren, das Urheberrechtssystem. Ja. Frau Hirsemenzel nochmal, liegt es nicht eher daran, dieser alte Diskussion, dass die Produzenten und die Autoren, die da dranhängen und die sonstigen Gewerke einfach so kapitalschwach sind, das trifft jetzt vielleicht noch nicht mal auf die Konstanti zu, aber ich sag mal auf 80% der deutschen kleinen und mittelständischen Produktionslandschaft, dass diese Urheberrechtsfrage eigentlich komplett zweitrangig ist, weil sie ja noch nicht mal aus eigener Kraft Produktionen entstehen lassen können im Prinzip. Sie sind komplett abhängig, nach wie vor, obwohl diese Debatte seit 20, 30 Jahren geführt wird und sich ein neuer Produzentenverband gegründet hat und so weiter. Also woran liegt es einfach, dass man in der Politik es nicht schafft, sozusagen mit der Umlenkung von Geldströmen oder anderen Fördersystemen oder anderen Marktzutritten diesen Zustand mal grundständig verändern kann? Ich würde gerne erstmal Jochen Greve in einer Bemerkung zustimmen, die er in einer vorherigen Äußerung gemacht hat, dass ich finde es auch sehr schade, dass in Deutschland oder auch insgesamt nicht mehr die Autoren, Regisseure, Produzenten sich auf einer Seite und in einem Boot sehen, weil das sind wir eigentlich. Und daran sind wir auch gut und so entstehen auch tolle neue Stoffe. Also es ist ja auch in der Praxis so. Und zu Ihrer Frage, die Sie eben angesprochen haben, das ist eben genau richtig. Also die Konstanti Film ist glücklicherweise eines der Unternehmen, die stark geführt wird und auch eigenes Kapital hat und weil sie eben es auch geschafft hat, nicht nur ein reiner verlängerte Werkbank zu sein, der Sender oder jetzt der On-Demand-Dienste, sondern eigene Rechte zu halten und dann Produkt also auch weiter zu lizenzieren und so Erlöse zu generieren, die wir dann auch teilen mit den Urhebern und ausübenden Künstlern. Das Problem, was Herr Greve skizziert hat, und ja auch Herr Oetzmann, ist ja eher, dass wenn ARD und ZDF stellen bei YouTube ein, verlangen kein Geld dafür, wir bekommen übrigens auch kein Geld dafür, das ist genau das Thema mal wieder, und weil ARD und ZDF, ich muss jetzt nicht für sie sprechen, aber die würden natürlich argumentieren, sie müssen das machen, weil linear geht die Zuschauerschaft zurück, deswegen müssen sie irgendwie ihr Publikum erreichen, das wäre ja ihr Auftrag. Ich bin schon beim ZDF, dass man sich das anschauen muss. Aus deren Sicht ist es sicher so, ja, dass nicht nur es einen Zugewinn gibt im Online, sondern vielleicht auch linear was runtergeht. Man muss schon immer den gesamten Kuchen sehen. Aber das ist so ein bisschen die Gemengelage natürlich. Die ist jetzt anders. Ja, nee, eben, sie ist leider noch nicht besonders anders, wenn es auch um Netflix und die anderen geht, weil man dort eine ähnliche Situation hat. Eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, die Urheber und ausübenden Künstler haben ja bereits heute den Anspruch 32a und der 32a richtet sich ja auch gegen Dritte. Und wie gesagt, wir haben diesen Anspruch nicht. Und wir haben auch danke noch kurz, was da drin steht, damit es auch jeder es gibt einen Anspruch auf angemessene Vergütung, der richtet sich nur gegen den Vertragspartner und es gibt einen Anspruch auf weitere Beteiligung, wenn sozusagen ein Missverhältnis entsteht zwischen dem ursprünglich Gezahlten und dem Erfolg. Films und klar. Damit einhergeht ein Auskunftsanspruch. Und den können ja Urheber und ausübende Künstler schon jetzt auch gegen Dritte, also auch gegen YouTube geltend machen oder Netflix, was wir im Übrigen wieder nochmal nicht haben und nicht können.
da würde ich ganz gerne mal verstehen, warum dieses Instrument dann nicht mehr genutzt würde. Und ich wollte nur noch mal eine Gefahr, die ich sehe bei einem Direktvergütungsanspruch, natürlich aus Sicht des Produzenten, dass wir dann eben noch mehr wieder in den Hintergrund rücken. Weil es steht ja auch schon in der Richtlinie, in der Begründung jetzt für den Direktvergütungsanspruch bei der Bagatellklausel, dass das dann aber bei uns Lizenzgebern, wenn wir Lizenzen geben, abgezogen werden muss. Das heißt, das, was direkt an Urheber fließt, wird dann dem, der die Lizenz eigentlich gibt, wieder abgezogen. Also es ist dann eine reine Umverteilung auf unsere, zu unseren Kosten. Ich fände es schöner, man würde sagen, wir haben nun mal die vertraglichen Beziehungen und an denen richten sich auch die Ansprüche, abgesehen davon, dass 32a eh schon ein Direktanspruch sozusagen ist. Oh. Und das ist kühn. Das ist kühn. Wenn es einer wäre, dann würde ich sehr in die Hände klatschen und wäre sehr froh. Also jedenfalls der 32a, ja, 32a. Lassen wir Herrn Özmann mal replizieren. Also da muss ich jetzt reingehen. Das geht mir einen großen Schritt zu weit. Ich muss sagen, 32 ist ja Anspruch auf angemessene Vergütung und es gibt auch im Gesetz eine und natürlich Weiland mittlerweile eine lange Literatur seit 2002, seit der Einführung dieses Paragraphen, was denn das alles bedeuten kann. Aber wir wissen auch, das bedeutet, dass man entweder Tarifverträge oder gemeinsame Vergütungsregeln schließt oder individuell klagt. So, und Sie wissen, wie das aussieht mit den Klagen. Der Prozess von Jost Vacarno, Bestsellerprozess um das Boot, dauert seit 14 Jahren an, ohne ein Ende zu finden. Das ist doch keine Perspektive. Und das Zweite ist, sind Sie jemand, der noch mitten in der Branche und im Leben steht? Das ist bei Herrn Vacarno nicht mehr so. Sein Berufsleben hat er abgeschlossen. Jeder, der das macht, der riskiert, dass er seine Karriere in den Ofen schieben kann. Dass er sanktioniert wird. Da sind wir bei dem berühmten Blacklisting-Fall, der von vielen Vertretern, so auch von Herrn Weber, dem Justiziar des ZDF, nicht gesehen wird, der aber dennoch natürlich eine faktische Realität ist. Und natürlich ist die Kombination von 32a, die ist eh schon ein bisschen holperig, und zwar deswegen, weil angemessene Vergütung muss ja eine Vergütung sein, die sich an allen Umständen von Verwertungen orientiert, so eben auch an Ersparnissen, interessanterweise. Also da gibt es ja nun die BGH-Urteile, die aus den Vacarno-Prozessen resultieren, geben da ja nun eine ganze Menge Hinweis, so wie die BGH-Rechtsprechung überhaupt da sehr viel Hinweis gibt. Aber das Auseinanderfallen von Ansprüchen, die sich gegen den Vertragspartner, Klammer auf, den Produzenten richten oder eben auch gegen Dritte, also ich sag mal Verleiher, Sender, World Sales, Endabnehmer, SVOD-Anbieter, wie lange soll das dauern, bis man da überhaupt versuchen kann, mit einer individualrechtlichen Klage hinzukommen? Und das ist jetzt auch wieder etwas, wo man sagen muss, dass Direktvergütungsansprüche diesen Weg abschneiden und ihn gleichzeitig auch befrieden. Und zwar deswegen, weil hat man eine Branche, in der Direktvergütungsansprüche da sind, ist kein Prozess notwendig. Das heißt, kein Urheber ist gezwungen, den Klageweg einzugehen. Im Moment ist der aktuelle Fonds der von Frau Decker, die sagt, ich habe 50.000 Euro für einen Film, also für ein Drehbuch bezahlt. Frau Decker ist dieser Konflikt mit Til Schweiger. Ja, genau. Ja. Und dieser Film von Til Schweiger war sehr erfolgreich, glücklicherweise, herzlichen Glückwunsch, hat Einnahmen gehabt in Höhe von 70 Millionen. Da sagt Frau Decker, Moment mal, da ist ein Missverhältnis da. Und klagt erstmal, ist eine Stufenklage, erstmal auf Auskunft, was ist denn überhaupt los? Und dann wird es um die Frage der angemessenen Vergütung gehen. So, für Frau Decker ist das wahnsinnig gefährlich, was sie macht. Ja, Frau Decker arbeitet übrigens gerade für uns. Und wir das freut mich. Ja, ich weiß. Ja, sie hat das ja, genau. Aber ich sage mal so. Sie hätte auch nicht klagen müssen, um das mal so offenkundig. Ja. Also das ist halt schwarze Schafe, aber ich verstehe Ihren Punkt. Ja. Genau, aber Sie verstehen also, dass die Konstruktion des Gesetzes alleine schon, also in der Trennung zwischen Ansprüchen, die sich gegen einen Vertragspartner richten und Ansprüchen, die sich gegebenenfalls an weitere richten, ist per se schon eine schwierige Konstruktion, weil Sie immer diese Hürde überspringen müssen. Und natürlich sind es die kollektivrahmenvertraglichen Vereinbarungen, die eigentlich helfen, eine Landschaft zu befrieden, weil jeder weiß dann auch genau, woran er ist. Und dann muss ich noch was sagen, Beteiligung von Erlösen an Erlösen oder an Gewinnen ist eine große und gefährliche Frage, weil jeder, der versucht, entlang von Erlösen irgendetwas zu bekommen, wird immer in der Regel relativ wenig kriegen. Der Nutzen liegt aber nicht daran, dass, wenn Sie sich mal anschauen, wie die Kurtagen und wie die pauschalen Abzüge funktionieren, jeder, der mal Abrechnungen auf diesen Feldern versucht hat zu verfolgen, wird das nachlesen können. Die sind zum Teil verdammt hoch, 25, 30%. So,
Es gibt andere Modelle, wo man sagt, es muss an den Umsätzen beteiligt werden. Entsprechend kleiner kann es sein. Aber das sind bezifferbare und klare Beträge. Warum wird das Risiko nicht geteilt? Also Sie haben das gerade angesprochen gegenüber, also Produzenten versuchen, Lizenzen zu erwerben und dann wird ihnen das abgezogen. So, da sind wir dann wieder auf dem freien Feld. Ich möchte aber auch noch was anderes sagen. Das ist nämlich auch wichtig. Wir vergessen den Dreisprung, der hier gerade passiert. Wenn wir die großen Plattformen uns anschauen, dann hat man den Punkt, dass die unsere gesamte Kultur absaugen und dafür bislang schadensfrei rausgekommen sind. Das verhindert die Umsetzung der EU-Richtlinie. Das ändert sich gerade. Und es werden neue Maßstäbe eingeführt. Gleichzeitig ist es so, denken Sie mal ans Presseleistungsschutzgesetz. Die Presseverleger werden nach diesen neuen Regelungen im URDAG und auch im Urheberrecht werden geschützt. So, jetzt ist nur die Frage, wer schützt denn die Journalisten gegen die Verlage? Da sind wir wieder bei den Verweisen, sind wir wieder beim Urhebervertragsrecht und verweisen sie in ein Reglement, was per se nicht so einfach ist. Also die Politik gewährt im Moment Hilfe der Wirtschaft hier, der lokalen Wirtschaft, das ist auch notwendig, gegen die großen Plattformen. Gleichzeitig sollte die Politik aber auch im Blick haben, dass es richtig und sinnvoll ist, dass Beteiligungsansprüche, wie sie ja auch im Gesetz vorgesehen sind, beziehungsweise im Referentenentwurf und im Diskussionsentwurf, dass die eben auch an Urheber weitergegeben werden. Weil solange wir in einem Boot sitzen, und da sitzen wir in einem Boot, weil wir hier in diesem einen Land sitzen, dann kommt es aber darauf an, wer sitzt wo im Schiff. Sitzt der eine unten bei den Ruderern und sitzen die anderen oben an Bord in der Sonne? Das kann nicht sein. Diese Überlegungen müssen fairer sein. Da muss mehr Ausgleich rein. Ich wollte gerade noch was sagen zu diesen Direktvergütungsansprüchen, ja. Weil das ist ja so, die gibt es ja bereits. Es gibt ja zwei, also auf jeden, mindestens zwei gibt es. Das eine ist diese Videoverleih-Direktvergütung, die es gab. Die, das weiß ich aus der VG Wort, weil sie da, die natürlich für die Filmurheber verwaltet hat. Das waren Millionenbeträge, die dann auf einmal reinkamen. Und das war völlig unbestritten, dass natürlich in diesem Videoverleihsektor am Ende bei den Urhebern dieser Filme, die dort verliehen wurde, nie was ankam. Das wurde dadurch geändert. Es gibt eine zweite, was sie als eine uns auch immer gesagt wurde, das ist albern, wenn man das durchsetzt. Da gibt es überhaupt gar kein Geld. Das ist die Kabelweiterleitung, also das Recht, dass da unser Programm durch Kabel irgendwo in die Haushalte kommt. So. Das bisschen gibt es schon. Ja, natürlich gibt es das. Ich sage, ja. Das sind zwei Direktvergütungsansprüche, die bereits seit vielen Jahrzehnten und Jahren existieren, die dann nicht zugeführt haben, dass die Branche wahnsinnig geworden ist oder bankrott gegangen ist, sondern und auch nicht zulasten der Branche, also der Produzenten und ähnlicher Verwerter gegangen ist, sondern natürlich dann bezahlt werden mussten von denen, die damit Geld verdienten, in dem Fall Bibliothekenbesitzern oder den Kabelgesellschaften, die diese Kabel betreiben. So. Da muss ich kurz dazu fügen, dass bei Kabelweiterleitung auch die Produzenten einen Direktvergütungsanspruch haben. Natürlich, ja, die kamen ja auch. Die Sender auch, kriegen ja auch ein Geld. Verwertungsgesellschaften. So, und das ist doch unsere Analogie, dass wir sagen, das ist ja gar keine neue Erfindung, das ist auch gar kein Teufelswerk, wo irgendjemand auf irgendwelche Kosten leben will, sondern es ist in Wahrheit ist es ein eingeführtes Recht, was wir erweitern wollen, eben für diese, auf diese Plattformen. Und natürlich ist das ausgesprochen schädlich, wenn das auch von ihrem Geld abgehen sollte als Produzenten. Das ist ja nicht, auch nicht unsere Forderung. Unsere Forderung ist, dass natürlich YouTube, Facebook etc. dieses Geld bezahlen sollen aus ihren Gewinnen und nicht irgendwie gewinnneutral am Ende da rauskommen, indem sie die Kosten, die sie dann an uns zahlen müssen, ihnen abziehen. Das ist, deswegen meine ich, ist es ja dringend nötig, dass wir in einem Boot sitzen und natürlich uns abgleichen und diese Forderungen gegenüber der Politik dann auch nicht im Widerstreit erzählen, sondern natürlich so sagen, okay, das, wenn ihr das so macht, müsst ihr es aber auch so machen, weil sonst bevorteiligen wir einen auf Kosten des anderen und der Gewinner ist schon wieder irgendwo in Amerika. Ja. Das ist das, was mich ärgerlich macht an diesem. Vielleicht etwas dazu unmittelbar. Ja, ich wollte ihn auch noch mal nach dem Presseleistungsrecht fragen. Genau. Vielleicht nur kurz etwas zur Kabelweitersendung. Das ist ja sozusagen das Kerngeschäft der VW Media seit jetzt bald 20 Jahren. Und das führt ja zu zusätzlichen Einnahmen, durchaus erheblich für diejenigen, die einfach das Sendesignal produzieren. Und das sind insgesamt zusätzliche Einnahmen und da geht es nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen oder jemandem etwas draufzugeben. Ja.
hat sich eigentlich auch sehr, sehr gut etabliert. Wir nehmen diese Rechte ja auch europaweit wahr, auch über die Europäische Union hinaus. Aber Herr Hachmeister, Sie hatten ja das Presseleistungsschutzrecht angesprochen. Es gibt mit gutem Grund in der Richtlinie keine konkrete Vorgabe zur Aufteilung der Einnahmen aus der Verwertung der Presseinhalte an den nationalen Gesetzgeber, weil es ganz unterschiedliche Systeme gibt, wie diese Einnahmen aufgeteilt werden in den einzelnen Ländern der Europäischen Union. Mhm. Es ist so, bei uns, also man kann das natürlich quoteln, das war wohl auch die Idee des Verfassers dieses Entwurfs aus dem Justizministerium. Wir haben hier in Deutschland, jedenfalls in diesem Bereich, eine andere Tradition. Ja. Wir haben sehr gut organisierte Sozialpartner, die das einfach über eine Verhandlung lösen. Also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, es gibt andere Ansätze in anderen EU-Mitgliedstaaten, aber bei uns hat es bislang eigentlich nach unserem Dafürhalten relativ gut funktioniert. Ja. Wobei uns bei der VG Wort ja die Journalisten, darf ich kurz was sagen, bei der VG Wort haben ja die Journalistenverbände jahrelang freiwillig auf Beiträge für ihre Mitglieder verzichtet, was dann erst durch einen BGH-Prozess entschieden wurde. Das ist schon eine skurrile Situation. Also manchmal sind die Sozialpartner vielleicht auch zu sehr aufeinander eingeschworen, um letztlich an die Urheber zu denken. Kann ja auch vorkommen. Da sind ja nochmal erhebliche Millionensummen ausgeschüttet worden an die Verfasser von Texten. Mit höchstrichterlichem Urteil. Ja, Sie meinen die Verlegerbeteiligung auch jetzt, ne? Darauf genau. Geht ja die Richtlinie ein. Ja. Also die Verlegerbeteiligung reagiert ja unter anderem darauf. Ne? Also wobei das jetzt noch eine neue Diskussion aufmachen würde, die Verlegerbeteiligung von Wirtschaftsgesellschaften. Das ist so holzschnittartig auch nicht zu sehen. Aber generell weiß ich natürlich von den Journalisten in der VG Wort, dass die, und dafür muss es ja Gründe geben, ausgesprochen schlecht auf Presseverlage zu sprechen sind, wenn es um die Verteilung weiterer Gelder geht. Also das nur ein bisschen, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, weil das auch nicht unser Thema heute ist. Zur Richtigstellung, dass die vorhandenen Verteilungssysteme ja alle gut funktionieren, da würde Ihnen, glaube ich, jeder Journalist sofort auf den Hut steigen. Ja, gut, das ist ja gut, wenn auch mal Konfliktlinie deutlich ist. Sie in einem Boot sitzen, ist natürlich eine gute Metapher oder auch eine, die schon doch häufiger verwendet wird, aber es sitzen eben nicht wirklich, also vielleicht im Vergleich zu diesen neu entstandenen Konglomeraten sitzt man in einem Boot als tiny nationale, die Reste der nationalen Medienindustrie, die noch übergeblieben wird, das wird ja weiter diminuiert, davon kann man ja ausgehen. Das ist ja fast eine hoffnungslose Situation, vor der wir hier stehen. Da kann man noch ein bisschen was reparieren für ein paar Jahre, aber die Sache, ich würde das als Lost Cause bezeichnen, was nicht heißt, dass ich auch widersprechen. Vollkommen aufhören soll. Keine Plattform international würde sich in Deutschland engagieren, wenn hier nicht enorm viel Geld zu verdienen wäre. Deutschland ist einer der wichtigsten Filmmärkte der Welt, meines Erachtens, nach den Amerikanern. Absolut. Aber es gibt kaum noch Unternehmen, die von hier aus in der internationalen Spitze mitagieren können. Das ist der dramatische Umbruch seit 20 Jahren. Das ist richtig, ja. Nur der Markt ist ja vorhanden. Der Markt ist ja vorhanden. Der Markt ist da, ja. Und das ist gerade originäre Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dort gearbeitet werden kann. Und im Augenblick, und wir stehen ja da unter großem Handlungsdruck deswegen, weil sich im Augenblick das immer weiter verschiebt. Also, ich meine, es gab ja Versuche wie Germany's Gold oder ähnliches, ne, und das wurde, genau wie Sie sagen, von der Politik verboten, vom Bundeskartellamt. Ja, jetzt würde ich gerne nochmal auf eine Besonderheit irgendwie kommen wollen, weil wir sind einer der stärksten Märkte in der Welt und das ist auch der Grund, weswegen sich sowohl die Plattformen als auch SVDO-Anbieter hier besonders engagieren. Hier wird einfach sehr, sehr viel gemacht. Gleichzeitig haben wir aber eine Erstarrung, die quasi sowohl inhaltlich als auch im Formalen liegt. Wir versuchen immer nur das festzuhalten, was wir haben, statt das zu transformieren, was wir möglicherweise machen könnten. So, die ganzen urhebervertraglichen Bestandteile, die wir haben, beruhen insbesondere im Bereich Film auf einer Einschränkung der Rechte von Filmurhebern.
das klingt jetzt irgendwie dramatisch anklagend, so ist es auch eigentlich gemeint, haben wir in unseren Stellungnahmen auch immer wieder deutlich gemacht. Wir, die Filmurheber, denen wird es quasi unmöglich gemacht, zum Beispiel ihre Rechte einer Verwertungsgesellschaft zu übertragen. Geht nicht, durch Paragraf 89. Es gibt auch noch weitere Ausschlüsse aus anderen Rechten, die einfach nicht richtig nachvollziehbar sind. Fast alle anderen europäischen Länder haben freiere Konstruktionsformen, die es den Urhebern ermöglichen, ihre Rechte in Verwertungsgesellschaften einzubringen oder Rechte exklusiv zu bündeln, um sie dann, ähnlich wie die SRCD, über eine vertragliche Rahmen, also eine rahmenvertragliche Ordnung einbringen und, wie sagt man, sammeln zu können, um eine starke Position zu haben gegenüber Verwertern. Diese Einschränkungen verhindern in meinen Augen, das ist mein Blick auf die Dinge, verhindern eigentlich, dass man wirklich eine veritable Stärkung von Urhebern auf einer breiten Basis hat und die Prozesstätigkeit sozusagen dramatisch nach unten fährt. Einfach, weil ist ein Regime einmal etabliert und ausverhandelt, Klammer auf, schauen Sie sich die GEMA an, wie das funktioniert, die macht das einem seit fast 100 Jahren vor. Dann würde hier automatisch ein anderer Friede einziehen. Und jeder wüsste, welcher Share ihm zusteht. Die Zeit des Aushandels würde wahrscheinlich ziemlich hart werden. Aber wenn man eine Regelung hat, sind die Absprachen klarer. So, und das würde auch, es würde mehr Beteiligung für die Urheber bedeuten oder sie würde sie anders konfigurieren. Es muss nicht unbedingt mehr sein, aber es ist sichergestellt und dämliche Streitfragen, Ausreißer, dieses Dumping nach unten, dieses Race to the Bottom würde aufhören. Das ist das, was man sich davon versprechen kann. Gleichzeitig haben wir, schauen Sie sich in Europa um, schauen Sie nach Skandinavien, da haben Sie starke Gewerkschaften, die teilweise die Exklusivrechte der Urheber vertreten. Schauen Sie nach Italien, da haben Sie gesetzliche Vergütungsansprüche. Schauen Sie nach Spanien, da haben Sie auch gesetzliche Vergütungsansprüche für die Urheber. Schauen Sie nach Frankreich, da ist es in vertraglichen Rahmenbedingungen über die SRCD eingebunden. Schauen Sie in die Schweiz, Sie haben seit 2020 für Online, gibt es einen extra gesetzlichen Vergütungsanspruch. Nur Deutschland sperrt sich aus einer Tradition, die offensichtlich es nicht zulassen will, dass man Urhebern andere, weitere, erweiterte rechtliche Rahmenbedingungen, eine Gleichstellung zu anderen Urhebern möglich machen würde, wird vorenthalten. Und das ist nicht gut, weil wir brauchen hier eine andere Bewegung und Stärkung der Leute, weil wenn die Leute stark sind, dann können sie auch wachsen. Und das ist das, was hier wird immer nur klein gehalten. Das ist falsch. Herr Hötzmann, wenn Sie sagen, Deutschland sperrt sich, dann hört sich das so ein bisschen allgemein an. Wer sperrt sich denn? Es ist die wirtschaftspolitische Haltung unserer Bundesregierung. Okay. Ich glaube, dass da einfach der Gedanke da ist, hier wird ja sehr sorgfältig eine Wirtschafts- und Standortpolitik betrieben. Das ist alles richtig. Nur, dass dann natürlich auch eine Wirtschaft dazu verpflichtet ist, gerade in einem so komplexen Feld, also wir stellen ja keine Autos her, ein Auto oder das verkaufen Sie einmal, es ist weg. Filme und Kunstwerke und urheberrechtlich geschützte Werke funktionieren völlig anders. Die können Sie 20, 30, 40 Mal verwenden. Die können Sie in 150 Jahren, wenn Sie Glück haben, noch verwenden. Das funktioniert anders einfach. Diesen besonderen Bedingungen muss man mal entsprechen. Das muss mal mitgedacht werden. Weil die Möglichkeit von angemessener Vergütung überhaupt zu haben, ist sehr, sehr gut. Wenn Sie aber diesen Anspruch nicht in einer entsprechenden Durchsetzungsfähigkeit ausstatten, läuft er ins Leere. Klammer auf, siehe Vacano-Prozess. 14 Jahre wird man auf die lange Bank geschoben. Der Prozess wird enden, wenn der Mann unter der Erde ist. Das klingt jetzt grob. Ja, aber so, das ist auch die Anfangsvermutung von einigen Richtern gewesen. Und ich bedauere, dass man wahrscheinlich, das will ich natürlich nicht erleben. Das ist aber so, in diese Sachen läuft das rein. Man kann die Sachen auf eine derartig lange Bank schieben, ohne dass man wirklich konstruktive Ergebnisse hat. Weil was wird passieren, wenn es ein Ergebnis gibt? Es hat Indiz. Ja, und nicht mehr. Es ist keine Regelung. Ein Tarifvertrag, eine gemeinsame Vergütungsregel oder auch eine gesetzliche Regulierung, die haben vor allem auch eine allgemeinverbindliche, urheberschützende das würde eine Norm darstellen, die sich etablieren würde. Das wäre was, das wäre ein Schritt. Ja. Herr Hacker, ich darf doch nochmal auf Sie wieder zurückkommen, weil ich die Frage ja schon mal gestellt habe. Mir leuchtet nicht so richtig ein, warum diese Fragen, die ja nun einen Modus operandi betreffen, politischen Handelns, einer, sage ich mal, auch mittelstandsorientierten Wirtschaftspolitik in diesem Kultur- und Kreativbereich, warum das nicht interministeriell einfach mal auf eine stärkere
institutionelle Basis gestellt werden kann im Bund, um diese Fragen zu behandeln. Ich meine, Sie haben Ausschüsse, da war ich auch ein paar Mal eingeladen, die tagen dann so vor sich hin und Sie machen mal eine Enquete-Kommission. Das kann man doch einfach stärker operationalisieren, oder geht das nicht? Also mal so Ausschüsse, die mal tagen, das ist der Ablauf der Parlamentsbetriebe. Sie haben als ersten Punkt die interministerielle Absprache genannt. Und das ist genau das Thema, wenn in einer Koalitionsregierung eine Meinung gebildet werden muss, dann müssen die Ministerien, die unterschiedliche Farben der großen Koalition verkörpern, dann müssen die miteinander einen Lösungsvorschlag machen. Das kann auch auf Druck von der Regierungskoalition aus dem Parlament kommen, aber der politische Wille muss da sein. Und offensichtlich erleben wir das beim Urheberrecht, dass dieser Wille nicht da ist. Dass es eben keine Klarheit gibt zwischen den Sozialdemokraten und zwischen den Unionskollegen. Mhm. Es ist wie bei allen Verhandlungen, es muss eine Lösung, es muss ein Kompromiss gefunden werden. Aber auf dem Weg befinden sich die Koalitionspartner nach meiner Einschätzung noch nicht. Ansonsten hätten wir nicht immer so auf unsere kleinen Anfragen, das sind die Oppositionsinstrumente, die ausweichenden Antworten. Keiner will sagen, wie Verhandlungen jetzt sind und was denn ist und was dahin kommt, weil sie einfach nicht wissen, was dann letztendlich im Koalitionsausschuss als Lösung kommt. Wir haben den zeitlichen Druck seitens der Europäischen Union, der Juni nächsten Jahres, da muss was geregelt sein. Klammer auf, wenn nicht vorher der Einspruch Polens, der momentan auf europäischer Ebene noch gegen die Richtlinie läuft, falls der nicht Erfolg hat. Also da sind grundsätzlich viele Unwägsamkeiten noch mit drin. Aber der politische Wille, der muss in der Regierungskoalition entstehen. Ich habe eben gesehen, dass sich Leute noch zu Wort melden wollen. Frau Hirsemann, ja, ich müsste schon noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, ich verstehe die Frustration, die es vielleicht mal auf einzelnen Ebenen gibt. Wir haben aber in Deutschland ein sehr starkes Urhebervertragsrecht und das wurde ja gerade in Europa kopiert. Und ob man das umsetzt, den Schutz durch ein Verwertungsgesellschaftssystem oder durch das System gemeinsame Tarifverträge, da gibt es sicher die und die Ansichten. In Deutschland gibt es nun mal das, auf was wir uns geeinigt haben. Wir machen gemeinsame Vergütungsregeln und Tarifverträge und dort, wo die abgeschlossen wurden, funktionieren die auch sehr gut. Und zum Beispiel hat ja Verdi auch gerade einen Tarifvertrag abgeschlossen mit Netflix, also wieder zu dem Punkt, wo mehr Gemeinsame Vergütungsregel ist die Vereinbarung. Genau. Ja, gemeinsame Vergütungsregeln abgeschlossen. Kein Tarifvertrag. Es ist, ja nicht so, dass überhaupt nichts ankommt bei den Urban aus dem Künstler, nur um das nochmal klarzustellen. Also von unserer Seite und wie gesagt, es gibt natürlich mal schwarze Schafe, aber deswegen sofort ein System völlig über Bord zu werfen, was sich jetzt etabliert hat und wo sich auch Rechtsprechung etabliert, finde ich, müsste man schon nochmal ganz genau hinterfragen. Und ich wollte nur noch eine Sache sagen, auf die ich nochmal hinweisen muss. Die Produzenten sind die, die das wirtschaftliche Risiko tragen. Also zumindest, wenn man nicht nur Auftragsproduktion macht wie wir. Und wenn wir Geld verlieren, dann fragen wir keinen, ich weiß immer, dass das jetzt bitte nicht böse werden, aber dann fragen wir auch niemanden, den wir gezahlt haben an Urhebern, dass sie uns zurückzahlen. Also deswegen immer so, das muss man ein bisschen mit einbeziehen, wenn es darum geht, ab welchem Punkt wird dann wieder mehr Geld ausgezahlt an die Urheber und ausübenden Künstler. Dass wir das wirtschaftliche Risiko tragen und deswegen natürlich auch die Rechte beim Produzenten gebündelt sein müssen, um sie zu lizenzieren. Und wie gesagt, wäre ja mein Eingangsvorschlag gewesen. Schauen Sie mal ins Arbeitsrecht. Ein Satz noch, wenn die Politik uns Auskunftsansprüche gibt und Ansprüche auf weitere Beteiligungen, dann verteilen wir das auch gerne weiter nach unten. Schauen Sie, Mercedes zahlt den Arbeitern auch, wenn es ein gutes Jahr war, zahlt ihnen Boni aus. Und wenn sich ein Modell nicht, verkauft, dann werden auch keine Kürzungen in dem Lohn, es werden keine Abschlagszahlungen minimiert, sondern das, was schlimmstenfalls dann passiert ist, irgendwie, dass auf Kurzarbeit geht oder dass Betriebe schließen müssen. Wir sind aber nicht die Autoindustrie, sind wir aber, die immer auf Fachmeister zu kommen. Es ist nur ein Vergleich, sozusagen, also ich sage mal, eine Risikobeteiligung, die auch noch ins Minus geht, das ist natürlich, also für irgendwas muss ja ein Produzent dann auch letzten Endes verantwortlich sein. Ach, wir beteiligen uns ja schon die ganze Zeit am Risiko. Ja, auch, das soll ja auch sein und deswegen ist ja auch der Anspruch auf angemessene Vergütung da. Nur er muss eben auch durchsetzbar sein und es muss nicht etwas sein, was sozusagen
sozusagen einen nur in unglückliche und lang andauernde Prozesse führt und eigentlich eine jahrelange Rechtsunsicherheit irgendwie aufrechthält. Sie wissen, wie lange um diese verdammten Buyout-Honorare gerungen worden ist. Schauen Sie sich die Digito-Produktionen an. Da gibt es eine ganze Reihe von kleinen Bestsellern, die nach wie vor teilweise nur durchprozessiert worden sind. Hm. Das ist einfach maximal unglücklich. Das heißt, jede Regelung, da wo nicht geregelt wird, führt letzten Endes dazu, dass die Gerichte mehr Arbeit machen. Und warum ist es nicht möglich, einen Common Sense mal hier so zu entwickeln, dass eine einheitliche und auch verbindliche Regelung so stattfinden, dass auch alle wirklich zufrieden sind und man eben nicht in Individualklagen hineingeführt wird? So. Vielleicht darf ich etwas zu Zufriedenheit sagen, um einfach noch eine Ebene höher zu gehen. Ja. Es ist in der Tat so, wir würden, wenn der Gesetzgeber schneller reagieren würde und sich auch den Problemen annehmen würde, ne? Ich will das wirklich ganz konkret sagen, nehmen wir den Fall der Auseinandersetzung der Presseverleger mit den großen Plattformunternehmen. Das Presseleistungsschutzrecht wurde in Deutschland 2013 verabschiedet. Die Verleger haben ihre Rechte eingebracht in die VG Media. Es ist nicht durchsetzbar gewesen. Warum? Weil Google seine Marktmacht ausgenutzt hat und die Verleger erpresst hat. Ja? Schlicht und einfach. Und das ist der Punkt, an dem das Kartellamt und der Gesetzgeber einschreiten müssen und sagen müssen, Leute, so geht das nicht. Ihr könnt nicht eure erdrückende Marktmacht nutzen, um die Verleger zu erpressen, euch die Inhalte free of charge zur Verfügung zu stellen. So okay. Geht es nicht. Ja. Herr Jobi, darf ich eins dazu sagen? Ich war an diesen Debatten ja mit dem Institut hautnah beteiligt, mit Christoph Käse und so weiter. Es wäre vielleicht etwas geschickter gewesen, es nach außen nicht immer so wie so eine Art Lex Springer aussehen zu lassen, sondern vielleicht tatsächlich die Urheber mit ins Boot zu nehmen. Gut, das sind Tempi-Passagen, aber das war so mein Eindruck damals. Ich glaube, bei der europäischen Gesetzgebung ist es ganz gut gelungen. Ja, und okay. Es geht nicht nur um Urheberverleger, sondern letztendlich um die gesamte Content-Industrie beziehungsweise die Inhalteproduktion. Ja, okay. Herr Oetzmann wollte noch was sagen, denke ich, oder? Ja, ich könnte noch, aber ich will mich jetzt sonst nicht würden eindrängeln jetzt, und wir haben 6:10, glaube genau, ich. Genau, jetzt würden wir langsam ein paar Fragen reinnehmen, wenn das geht. Ja, ich habe eigentlich mehr Kommentare als Fragen. Ja. Zum einen habe ich, warum muss im Internet allerdings immer alles kostenlos sein, wenn die Nutzer etwas bezahlen wollen und können, dann wären viele Probleme gar nicht erst entstanden. Demgegenüberstellend würde ich gerne dieses Statement setzen. Wie stehen Sie zum Thema Kulturflatrate, zum Beispiel als Pilotprojekt auf freiwilliger Basis? Man kann hier zum Beispiel mit Influencern, Schauspielern etc. arbeiten, um den Sinn dahinter verständlicher zu machen, gerade für die junge Generation. Hm. Darf ich die Frage weitergeben? Also ich persönlich finde das eine gute Idee. Ich finde es schade, dass diese ursprünglichen Überlegungen, die im politischen Raum ja mal stärker vorhanden waren, als das Internet als Massenmedium so aufkam, so vorschnell einfach ad acta gelegt wurden. Man hat sich da sozusagen der realen soziotechnischen Entwicklung gebeugt und dem neuen Oligopol, das da entstanden ist. Aber das wäre auch eine Frage, die man wieder nur in den politischen Raum zurückgeben kann. Das wäre ja so eine Art Superverwertungsgesellschaft. Das müsste man mit den existierenden Strukturen abgleichen. Aber ich glaube, dass man diese Idee einer Pauschalabgabe durchaus nochmal wieder revitalisieren könnte. Aber wenn jemand anders das für völlig absurd hält, soll er das sagen. Aus Sicht der Filmproduktion, und ich sehe Herrn Oetzmann auch schon nicken, wäre das eine Katastrophe. Wir können nicht mit einer Kultur-Flatrate wettbewerbsfähige, hochqualitative Inhalte herstellen. Ich glaube, da wird unterschätzt, wie viel die Herstellung eines Films oder einer Serie kosten. Ja, und man weiß. Hier, das weiß ich ja ganz gut, weil ich ja selber an der Erstellung solcher Produktionen beteiligt bin. Das ist ja auch eine Frage, wie hoch so eine Kulturflatrate ist. Also ich sag mal so. Kann ja auch mal eine symbolische Anerkennung sein. Das ist eine Überstrapazierung dieser Systeme. Und die Frage heißt ja, aber die Frage leuchtet ja in die richtige Richtung, weil das Urheberrecht regelt ja nicht nur die Ansprüche, die Urheber haben, und das ist ja eben auch der Schutzgedanke des Urheberrechts, sondern es regelt natürlich auch die Verwertermöglichkeiten und die Art und Weise, wie Verwerter dann die Werke verwerten können. Aber es regelt eben auch einen Teil, wie Verbraucher mit den Werken umgehen können.
So, und dieser Dreiklang, der muss ja unter einen Hut kommen. Und das ist ja auch nun die Hitze der Debatte gewesen in der Umsetzung des Artikel 17. Und das wird hier auch immer ein bisschen vergessen, dass man aber immer alles umsonst bekommt. Also an ein paar Bequemlichkeiten hat man sich gewöhnt. Auch da gibt es wunderbare Vorschläge. Verwertungsgesellschaften haben das immer wieder betont, und zwar nicht zwingend nur für audiovisuelle Werke. Da wird es immer zunehmend schwierig, sondern ich rede von Grafiken, ich rede von Texten, ich rede von Fotografien. Ja, dass man eine Schrankenregelung macht, ähnlich der Privatkopie. Da haben wir ja eine Schrankenregelung, die funktioniert ohne Probleme. Aber okay, die Politik hat sich nicht dafür entschieden. Das ist das, was ich da manchmal meine. Manchmal muss es den entschiedenen Schritt geben, eine allgemeinverbindliche Regelung per Gesetz herzustellen, wenn der Markt einfach so uneins ist. Wir sitzen in einem Boot. Ja, das tun wir. Ja, und wir wollen uns nicht von den amerikanischen großen Staubsaugern einfach nur wegsaugen lassen. Das bedeutet aber auch, dass man eine größere Verbindlichkeit und Einigung hier herstellen muss unter den Playern, so wie wir hier in diesem Land sitzen. Und wenn der Markt es nicht schafft oder die Player es untereinander nicht schaffen, dann kann der Gesetzgeber durchaus eine Vision haben. Ich wäre sehr dankbar dafür. Der Hacker würde wahrscheinlich eine, er sagt aber, ich bin nur in der Opposition. Der Herr Hacker hatte sich dazu noch gemeldet, genau. Ich würde gerne mit einer Mehr aufräumen, ganz einfach. Im Internet ist nichts kostenlos. Jeder Nutzer, jeder, der sich da Informationen zieht, gibt sehr viel Preis. Er gibt seine Persönlichkeit preis, er gibt persönliche Daten preis, Nutzungsverhalten preis, und damit wird sehr viel Geld gemacht. Also da ist nichts kostenlos, da ist sehr viel Geld. Und dieses Geld muss zu einem Teil auch bei den Kreativen, bei denen, die die Inhalte geschaffen haben, ankommen, und darum geht es. Ja. Gut, aber deswegen sage ich ja, dann braucht man ein Transmissionsverfahren, was hoffentlich bislang nicht gelingt, es gegenüber den Oligopolen in irgendeiner vernünftigen Form durchzusetzen. Also man ist an dieser Steuerfront etwas weitergekommen. Auch da gibt es natürlich eine Uneinigkeit unter den EU-Ländern. Das wird Irland anders sehen als Österreich und Frankreich. Das sind unterschiedliche Interessenlagen. Man ist sozusagen mit den Verwertungsgesellschaften gegenüber den großen Portalanbietern, Plattformen nicht wirklich weitergekommen. Da trickelt es so ein bisschen down. Die Summen sind minimal, soweit ich das sehe, die da generiert werden. Das heißt, man muss sich dann eben Verfahren einfallen lassen, die etwas effizienter sind. Ja, anders wird es ja nicht gehen. Alles, was wir jetzt diskutiert haben, auch ist immer ein deutscher Anspruch mit einem deutschen Verfahren, auch der Verteilung, und das Ganze auf einem Markt, der weltweit mobil ist. Also das ist das große Dilemma, weil die Ansprüche, die wir in Deutschland formulieren, die müssen wir dann natürlich auch europäisch, international durchsetzen können. Koordinieren, ja, klar. Hier habe ich noch, das Statement, ich würde lieber Geld geben als meine Daten, ist fairer und nicht so undurchsichtig. Ich bin immer etwas skeptisch, wenn Leute sagen, ich würde gern freiwillig Geld geben. Da muss man gucken, wer das am Schluss tut. Am Schluss geben Leute dann doch lieber ihre Daten, die ihnen dann nicht so wichtig sind. Das ist jedenfalls die empirische Erfahrung. Das ist ein interessanter Hinweis, und je mehr Leute freiwillig in irgendwas einzahlen und was unterstützen, umso besser. Aber die Realität sieht so ein bisschen anders aus. Darf ich noch mal eine Frage anbringen? Noch zur Flatrate, weil es ja immer wieder aufkommt. Auch das ist doch eigentlich nur eine Verlagerung dann an den Nutzer. Aber die eigentlich Geld damit verdienen, die lassen wir doch damit dann vom Haken wieder. Also YouTube, Facebook und alle anderen, die müssen ja die Kulturflatrate nicht bezahlen, sondern bezahlen tut es der Nutzer über seinen Anschlussgebühren ans Internet dann im Endeffekt. Ja. Ja, das ist eine falsche Voraussetzung. Weil das ließe sich ja noch verhandeln, wer was da reingehen muss in eine Kultur. Ja, klar. Das muss ja nur der Nutzer sein. Naja, der Gedanke, den Frau Hirsemenzel ja auch schon geäußert hat, war der Rückgriff auf eine völlig andere EU-Richtlinie, die in Frankreich angewandt wird, sodass man die großen Player zum Beispiel verpflichtet, in einen nationalen Markt mit zu investieren. Da haben die Franzosen ja schon immer mit ihren Quoten, alles was Jacques Langlois seinerzeit hochgefahren hat, das war natürlich eine ganz klare, sehr für das eigene Interesse gebaute Kulturpolitik, was ihm sehr zu danken ist. Und eine solche Entschiedenheit, sozusagen, die gibt es bei uns nicht. Ja, wir sind da immer offener, da ist das Vertrauen in das freie Spiel der Kräfte sozusagen groß, aber man sieht ja eben auch die Effekte. Ich glaube, dass da ein bisschen mehr Misstrauen angesagt ist und ein bisschen mehr sozusagen gesetzgeberisch gestalterischer Wille könnte da durchaus helfen, so etwas zu machen, weil
Wie kriegt man, also bei Al Capone hat man gekriegt, nicht wegen seiner Morde, sondern wegen seiner Steuern. So, und ich glaube, dass man die großen Herrschaften auch über diese, genau diese Hebel eigentlich am Ende des Tages kriegen muss. Es müssen irgendwie Steuern gezahlt werden und es müssen Anteile für die Nutzung von Werken sowohl an die Hersteller als auch an die Urheber und ausübenden Künstler gezahlt werden. Das muss man irgendwie herkriegen. Und ich glaube, dass das die Grundkonstruktionen, die in dem Urheberdiensteanbietergesetz da drin sind, die Ansätze sind richtig. Sie könnten aber auch weitergehen. Und das ist das eigentlich das, was ich mir wünschen würde dafür. Gut, wir haben jetzt 1,5 Stunden diskutiert. Wenn nicht noch was ganz Brisantes auf dem Tisch liegt, dann würde ich die Runde hiermit beenden und der Deutschen Akademie für Fernsehen danken für die Gelegenheit, das nochmal so deutlich auszusprechen. Es war ja auch zum Teil eine, man sieht unterschiedliche Interessenslagen, aber auch den gemeinsamen Willen, nach vorne zu kommen. Vielleicht kann Herr Hacker ja seine Kollegen aus den anderen Fraktionen in die Bundestagscafeteria einladen, wenn das wieder geht und das mal mit einer gewissen Werbe vorantreiben. Es muss ja nicht immer ein Zoom-Seminar, es muss ja nicht immer ein Zoom-Seminar sein. Ich finde es auch ganz eine gewisse leichte Ironie, dass wir hier eine Plattform benutzen, die ein chinesisch-amerikanischer Entrepreneur gegründet hat, der inzwischen 10 Milliarden schwer ist mit persönlichem Vermögen und das Ganze dann auch noch parallel auf YouTube läuft. Ich nutze das auch gerne, aber das zeigt einfach die Realitäten an des Technologieverlustes. Ja, es gibt aber auch europäische Systeme, nur um darauf hinzuweisen. Ja, absolut. Ja. Das, man könnte sich auch die Alternativen mal überlegen. Genau. Ich wollte gerne ein Schlusswort sagen, zu dem, weil vorher gefallen ist die Äußerung, die Politik müsste doch auch mal über den Kopf der Beteiligten einfach mal was regeln mit eigener Vision. Das sehe ich extrem kritisch, weil ich finde, es ist schon sehr wichtig, wenn wir nicht wollen, dass ein Teil dann zumindest vielleicht zerstört wird durch einen Vorschlag, der eben nicht den Interessen Einzelner gerecht wird. Also die Kunst ist ja, das hinzukriegen, dass alle in dem Boot die Interessen auszugleichen, aber nicht einfach über den einen oder anderen hinwegzugehen, ohne sich anzuhören, was deren Bedenken sind. Ja, Frau Jesemenz, bei dem Desinteresse, das deutsche Politik dem medienpolitischen Feld entgegenbringt, ist das nicht zu befürchten. Nichts gegen Herrn Hacker, der noch einer der wenigen Tempel in diesem Feld ist, aber es ist leider so. Okay, wir bleiben im Gespräch. Vielen Dank für die aktive und amüsante Beteiligung und bis demnächst. Ja, bis. Okay, vielen Dank. Danke im Namen der Deutschen Akademie für Fernsehen für diese wirklich sehr spannende und informative Runde. Und ich habe so das Gefühl, wir sehen uns dazu nicht zum letzten Mal. Okay, da freue ich mich drauf. Sehr schön. Wir nehmen Sie beim Wort, Herr Dr. Hachmeister. Wir nehmen Sie beim Wort. Okay. Mir bleibt ganz herzlich der VG Media, Herrn Dr. Jobi, zu danken für die Unterstützung, dass wir dieses Panel abhalten konnten und durften. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke auch nochmal allen bei der Deutschen Akademie für Fernsehen, die im Hintergrund helfen, dass diese Masterclasses und Panels stattfinden können. Ganz, ganz herzlichen Dank an diese Runde. Followen Sie uns auf Instagram, liken Sie uns auf Facebook. bleiben Sie uns treu, damit wir weiterhin solche Themen besprechen können. Das ist ganz, ganz arg wichtig. Ganz herzlichen Dank in die Runde und einen schönen Abend. Und wir sehen uns hoffentlich alle um 19 Uhr zur großen Verleihung. Dankeschön. Okay, danke. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank an Sie alle. Ja. Alles Gute. Ja, danke an alle. Okay. Gute Zeit.